Und herzlich willkommen zum vierten Teil. Vierten Teil unseres Fantasy Star Online Let's Plays mit mir, Sepoloni, und Daniel von Schritt für Schritt. Hallo. Tutorials. Heißt der Kanal wirklich noch Tutorials hinten oder so? Nee. Nee, der heißt nur Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, genau. Aber es sind halt Tutorials. Genau. Cool. Ja, genau. Wir gehen jetzt in die Cave. Genau. Zweites Level. Ich bin in den Untergrund. Ja. Da habe ich mich ja auch zockermäßig lang versteckt eigentlich. Das stimmt. Hast du nicht mal irgendwie am Handy Candy Crush oder sowas? Nee, nie null, gar nicht. Ja. Und Wahnsinn. Werde ich auch nie. Und also ich ziehe denen keine Trefferpunkte mehr ab. 4, 3. Ja, dann wird es Zeit für neue Pistolen. Neue Pistolen braucht das Land. Ich habe da wirklich ein Problem. Oh ja, sowas habe ich auch. Man kann die doch auch einfrieren eigentlich, oder? Keine Ahnung. Können wir das jetzt auch schon? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das der normale Eiszauber ab und zu macht oder ob man da... Autsch. Boah, die sind auch schon hart. Die sind hart und viele. Und unnachgiebig. Oh, und sehr stark. Jesus. Viele, das sind echt viele. Ja. Autsch, mein Gott. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Fernkampf. Und dann geben die auch noch relativ wenig. Ich komme mal zu dir. Ja. Oh, du ziehst denen eigentlich schon einiges ab. Ja, zum Beispiel mit dem Feuerzauber. Der Eiszauber ist eher so nicht so super. Mit dem Eiszauber ziehe ich denen immer noch mehr ab mit meiner Schusswaffe. Ja, und Gruppenschaden, Flächenschaden. Ja, stimmt. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Oh Gott, jetzt war noch eine härtere Version von dem. Ja, wurde eh schon langweilig. Und diese Blumen, die einen die vergiften. Ich hab, super lästig. Ich habe ein Antidot dabei. Eins. Ich glaube, ich habe meine alle verfüttert an meinen Mac, weil ich mir gedacht habe, so Antidot. Boah. Oh nein, jetzt bin ich... Gar nichts bin ich. Okay, alles gut. Falscher Alarm. Au. Hey, das ist aber gleich ein ganz neues Level jetzt an Heaviness. Ich bin paralysiert. Mist. Geht's von allein wieder weg eigentlich auch? Ich habe meine Anti Paralysis. Bin aber zu nervös. Ja. Boah, ich bin schon wieder paralysiert. Nervig. Ja, hier stehen zwei Blumen. Ich kann irgendwie nichts machen. Okay, eine Blume ist. Kann da echt nicht helfen dort. Cool, ist schon okay, wir haben nur noch die eine Blume, die müssen wir noch verklappen. Ich kann wieder was machen. Oh, ich bin schon wieder paralysiert. Oh, ich bin... Nee, du bist nur vergiftet. Ah, ich bin vergiftet, dann... Ich kann sie ablenken. Das funktioniert echt. Oh, jetzt macht sie irgendwas. Nee, jetzt ist sie tot. Oh, Items, Antidote. Oh oh. Okay. Hast du schon Zonde, den Zauber? Nein. Weil ich hab zwei. Ach so, jetzt irgendwie wird er mir nicht mehr angezeigt. Keine Ahnung. Hört die Paralyse von allein wieder auf, oder? Ich glaube ja. Okay, dann ist alles gut. Ich hab da nur das Problem, Antidot, wenn du findest, vielleicht. Ja, okay. Und ich brauch Antiparalyse. Ja, da geht schon einiges an HP auf die Dauer drauf. Ja. Hi, Warum sind das eigentlich... Naja, oh oh. Ich lauf mal rein und sammel die. Oh, oh, oh. So, jetzt habe ich auch da schon langsam ein kleines Problem. Ich habe keine... Wirklich wieder von allein auf? Ich hoffe, ich habe ein kleines Problem, weil ich habe keine Heilmittel mehr. Ah, okay.
bin aber vergiftet. Ja. Vielleicht müssen wir dann einfach nachher nochmal zurück und uns nochmal neu ausrüsten. Weil ich glaube, ich muss mir auch ein paar... Oh oh. Ich geh mal aus dem Raum. Ja. Oh Gott, wenn ich's schaff. Hast du ein Telepipe? Oh. Na dann gehen wir doch mal schnell hoch und... Ich stirb gleich. Ja. Ich bin... Das eilt jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt so anzieht. Habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Wenn ich immer noch... Oh Gott. Nee, aber es zieht dir keine Energie. Oh Gott, das war mir jetzt... Jetzt zum Beispiel macht die Krankenstation Sinn, weil da kannst du dich jetzt quasi kostenlos... Nee, ich glaube, es kostet 10 Meseten oder so. 10 Meseten? Ja. Das sind ja 1000 Mark. Wucher. ja, dann werde ich mich da jetzt mal behandeln lassen. Willkommen im Medikasund, die 10 Meseter. Ah, oh, schön. Ich habe wieder alles, was ich brauche. Ausgezeichnet. Außer Geld, Waffen und Frauen. Und Drogen. Achso, oder hast du Drogen? Nee. Achso. Ja. So, ich kaufe mir Antidot vielleicht. Ja, genau, das habe ich. Hätte ich jetzt voll vergessen, ich Idiot. Antidot und Antiparalyse. Diese Blumen. Ach, diese Blumen. Monomate kaufe ich jetzt mal alle. Alle 10. Ich habe kein Geld mehr. Ja. Dafür habe ich jetzt die Disc, die Feuerdisc. Diese. Ah, Feuerzauber. Ja. Ja, das ist cool. Die lege ich mir auch mal. Wie es mir gefällt. Okay, gut. Okay, schwierig. Kaufen? Nee, kaufen. Genau. Wir brauchen Monomate. Wir haben gar keine Waffen gefunden. Schon lange nicht mehr. Nee, ja, das stimmt. Und auch generell keine besonderen Sachen eigentlich. Antiparalyse? Ich kann mir kein Antidot mehr leisten. Ich habe 3 oder so. Ja, ich habe 1 Antiparalyse. Und mit Gift kann man ja eine Zeit lang einfach. Ja. Man findet schon irgendwas unten, vielleicht, hoffentlich. Ja, den Tod. Ja, das stimmt. Das ist so Stargate. Ja. Was war zuerst das Stargate? Bestimmt. Ne? Stargate ist schon alt, glaube ich. Ich glaube, wenn wir jetzt nachgucken würden, wie alt Stargate ist, wir gehen in die falsche Richtung, dann würden wir uns wundern. Wahrscheinlich ist der aus den 90ern oder so. Weißt du, der ist aus den 90ern? Ja, sicher. Ja? Wow. Dann ist der auf jeden Fall uralt. Aber ich weiß auch gar nicht, aus welchem Jahr das Spiel hier ist. Ich kann das immer ganz schwer einschätzen. Für mich sind gefühlt Spiele immer älter als Filme, also wenn ich die vergleiche. Okay, der Feuerschaden zieht aber ganz schön an, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Hey, Level up! Ja. Dann dauert's bei dir bestimmt auch nicht mehr lang. Ich hoffe. Mehr Stärke, mehr Abwehr. Mehr Gerechtigkeit. Mehr Glück. Und Liebe. Und Segen. Mehr auf all unseren Wegen. So, wieder Gegner. Ich bin gekommen, um zu looten. Ich glaube, wir müssen uns echt gemeinsam immer auf einen konzentrieren, wenn es denn irgendwie möglich ist. Boah, ja, blöde Idee, das geht nicht. Ich weiß nicht, es ist halt schwierig. Vor allem, es sind so viele und das sind so groß. Ja, im Grunde, das war jetzt echt, du hast ihm zwar nur 4 Schaden gemacht, aber die 4 Schaden haben gereicht und er hätte mich sonst geschlagen. Perfekt. Autsch. Der hat dich geschlagen. Ja. 4, 7, mehr Schaden mache ich nicht, das ist doch... Naja, aber immerhin, du irritierst sie und kannst aus sicherer Entfernung angreifen. Da kommen jetzt bestimmt nochmal welche. Ja, weil die Türen sind noch verschlossen, da sind sie schon. Autsch, wenn ich einmal daneben schlage, kommt immer sofort, bam, der Gegenschlag. Ich hasse unterirdische Mantis-Haie.
Oh je. Mein Gott, das sind so fucking viele. Das sind, die halten echt ewig viel aus, also ich bin halt einfach noch so schwach. Wahrscheinlich müssten wir jetzt zuerst oben ein bisschen aufleveln. Also im Forest. Ja. Damit man hier ein bisschen leichter tun, weil zwei Schläge von denen müssen tot, ne? Ja. Tot! Ja, für immer. Dann ist auch der Charakter gelöscht. So funktioniert das bei dem Spiel. Das ist halt noch oldschool. Keine halben Sachen, ne? Ja. Wenn du stirbst, stirbst du auch nicht. Ja. Kommt ein Sega-Mitarbeiter mit der Todesspritze. So. Vielleicht war auch das der Image-Job. Vielleicht. Das hätten die nicht tun können. Da ging's los mit der Abwärtsspirale. Weil die paar Leute, die eine Dreamcast hatten, haben die auch noch umgebracht. Ja. Ich schieße einfach mal von der Weite immer in die Meute, die auf dich draufklickt. Ja, warum nicht? Das ist super. Hast du übrigens mitbekommen, dass Shenmue 3 jetzt doch gemacht wird? Oh, nach langem Warten. Das war ja auch ein ganz großer Meilenstein. Ja. Das war ja fast schon Cinema Gaming, wie nennt man das? Ja, es war auf jeden Fall schon ein neuer Ansatz, so ein cineastisches Real-Life-Simulations-Action-Abenteuer-Geschichte-Ding. War schon ganz cool. Und Sega arbeitet gerade dran, Teil 1 und 2 zu remaken und auf die neuen Konsolen zu bringen und dann eben rechtzeitig für den dritten Teil. Das ist ganz cool eigentlich. Kann man die Trilogie nochmal nachholen, wenn man will. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die sich noch gut spielen, weil die haben zwar viel... Also die waren ziemliche Trendsetter und haben viel verändert in der Spielwelt, aber inzwischen hat sich das halt alles schon wieder von da aus weiterentwickelt. Oh, machst du einen Mac? Ja, ich weiß, ein fancy Superangriff. Der ist aber auch, ne? Hier. Da geht's jetzt rund. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Ja, ja, klar. Wow. Du hast ein Level Up. Und ich habe einen Level Up. Ich bin jetzt Level 6. Ja. Yeah. So. Defense Points plus 1. Plus 1. Mensch, sag mal. Ja. Das ist ja... Kann ich nicht gleich sterben, ne? Oh oh. Oh, eine absolute... Zerstümpelungsapparate. Ja. Gut. Gibt Schlimmeres. So. Eine hinterhältige Falle. Falle! Rapoloni. Ich bin nämlich ein Rapist. Nee, ein Rapper, das war's. Rapper. Eine Waffe. Ein Sword. Verwechsel ich ständig. Ein Sword ist ja... Riesig. Vor allem greift es auch mehrere Gegner auf einmal an. Das ist vielleicht gar nicht blöd. Ich muss mal kurz schauen. Ja, ich warte noch. Ich gehe noch nicht weiter. Ist nur minimal schwächer als das, das ich habe, das ich jetzt habe. Aber wenn ich damit Gruppen angreife, ist das schon cool. Yeah. Außerdem ist das Geräusch, ja. Mal was anderes. Ja. Oh, Falle. Das ist echt gut, dass du mit deiner Pistole wegschießen kannst. Ja, ich bräuchte einen Rifle, weißt? Das stimmt. Mit Rifle. Oh, du hast aber... Das ist echt praktisch, Ding. Autsch. Das Schwert... Das ist... Du, 1, 2, 3, 4! Auf einmal. Ja, genau. Also, viele treffe ich auch nicht damit, aber wenn ich treffe... Also, es ist schon eine deutliche Verbesserung zu vorher gerade noch. Ja, ja. Ich meine, ich mache ein bisschen weniger Schaden gegen einen, aber kann mich halt jetzt auch mit Gruppen anlegen und krieg auch schon mal einen Stern. Ja. Für was ist denn der Schalter da? Da ist im Raum vorher noch eine Barriere gewesen. Aber dann gehen wir doch schnell zurück. Ja, klar. Vielleicht ist da die Waffe drin. Ja. Die wir wahrscheinlich noch nicht benutzen können, weil wir noch zu schwach sind. Wahrscheinlich. Dann hebt man sie auf und bis man sie benutzen kann, hat man schon was viel Besseres. Antidote, Moon Atomizer. Und noch ein Moon Atomizer. Okay. Auch nicht schlecht. Ich meine, die sind super teuer. Ja. Okay, dann weiter in den nächsten Raum. Mann, ich komme mir noch so schwach vor.
Ja, aber eben, wie gesagt, du hast ja jetzt auch noch eine ganz normale Handgun. Eine Handgun, ja, weil ja, ich ein Sword, eine Shot, Reife. Kann ich mir nicht leisten. Finden wir schon noch. Oh, der hat wehgetan, ne? Du hörst die sogar, ich hätte mehr erwartet. Kaum mehr als die Kleinen. Was ist wirklich schon? Weiß nicht genau. Ah, hier könnte man, glaube ich, nur weiter, wenn wir zu viert werden. Ja, schon tatsächlich. Wir. Gemeinheit. Ah, das sind noch Kisten. Yeah. Oh. Dann bleibt eh nur diese Tür über. Ah, da ist der Schalter für die andere Tür, aber wahrscheinlich spawnen jetzt auch wieder neue Gegner. Mhm. Oder auch nicht? Oder auch nicht. Wundert mich. Na gut. Was denn? Ja, war auch komisch. Also ihr hättet jetzt auch damit gerechnet, dass da ein Gegner kommen. Ich kann mich an den Raum erinnern. Dann geht's ab, ne? Wahrscheinlich. Oh, alle drei Schläge daneben. Na super. Autsch! Ja, besonders genau bin ich mit dem Pferd leider jetzt nicht. Ich auch noch nicht. Also, teilweise gehen wirklich zwei von drei Schlägen oder Schüssen in meinem Fall ich könnte auf Nummer sicher gehen und mit leichten Angriffen hauptsächlich kämpfen. Dann treffe ich zumindest eher. Oder ist irgend so ein Drache mit Blume. Oh je, oh je. Nano-Dragon. Für einen Nano-Dragon ist der aber ganz schön groß. Ich zieh dem mir mal was ab. Also wirklich null. Ja, ich hab's gesehen. Oh, mit so einem Stück. Boah. Nicht schlecht. Autsch. Autsch. Oh, ich hab keine Heilung mehr. Oh, oh. Ich hab noch die Fluid, das bringt mir leider nichts. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ja. Ich hab noch Mono. Eine habe ich eigentlich. Mono Mantel, da könnte ich dir eins droppen. Okay, cool. Oh, hinter dir! Ja, ja, gesehen. Oh. Greifen die nicht auch normale Gegner, andere Gegner an? Ist, war das nicht irgendwie so? Ich weiß es nicht. Hast du die Heilung gefunden? Ja. Das ist die Mate. Ich häng fest, verdammt nochmal. Ich häng fest. Okay, ein bisschen Abstand schaffen und dann bin ich wieder dabei. Autsch. Mhm. Verdammt nochmal. Kisten ist nur Geld. Eben, wir brauchten schon Geld. Auch nix. Boah, Gott, das war knapp.
Eine Fragezeichen, 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 Handgun plus 3 habe ich gerade gefunden. Wow. Wahrscheinlich sehr wertvoll und hoffentlich auch gut. Also Heilung habe ich jetzt auch nicht mehr. Naja, versuchen wir mal nach dem Raum irgendwie zu überleben. Okay, dann ist nur noch der Drache da im Grunde. Oh nein, nee. Es spawnt noch was. Ich kann mit dem Drachen, ich kann dem keinen Schaden zufügen. Ja. Ach doch. Aber es ist tatsächlich so, der Drache kämpft gegen die Haie. Und die Haie gegen ihn? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wer weiß. Ah, der Drache ist weg. Das ist gut. Oh nee. Ziehen wir uns mal zurück. Ja. Okay. Das ist total irre. Jetzt kommt auch noch, die habe ich schon ganz vergessen, diese Mantis-Viecher. Mantis, ja genau. Oh, jetzt bin ich tot. Echt? Jetzt habe ich sie übertrieben. Nein, ich lebe noch! Oh Gott, schau dir meine Lebensenergie an. Die ist quasi nicht mehr vorhanden. Ah, dabei wäre mein Mac wäre so kurz davor, wieder seinen Spezialangriff machen zu können. Was ist das? Dieser gelbe Ring um mein rotes... Ah, Ring. Ja, genau. Ich war bei der falschen Tür übrigens, das muss ich mal wieder den kompletten Raum. Ich habe eine Monomatik gefunden. Ah, cool. Ich glaube, einer von uns zwei kann die jetzt ganz gut gebrauchen. Items. Fallen lassen. Ja, nur für dich! Vielen Dank. Spannend und sehr fesselnd, das Ganze. Ja, zumindest fühlt es sich für uns so an, wahrscheinlich. Also, ich bin gerade sprachlos gewesen, ich hab's gerade selbst gemerkt. Ja, ja, einfach, total. Nimm mal mit der Anzahl an Monstern und wie schwer das doch ist. Ja. Man muss sich aber echt schon konzentrieren irgendwie. Ja, dass man keinen Blödsinn macht. Ach komm! Aber echt, jetzt drehen sie aber ein bisschen durch, oder? Oh Mann, ey. Okay, die blöde Mantis ist weg. Nein, ich bin paralysiert. Ich finde es so witzig, dass der Drache alles angreift, was sich bewegt. Ja. Ein Rifle! Liegt da. Ein Rifle. Na, endlich. Vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen Schaden machen. Oh nein, guck dir das an! Ja, das ist schon was anderes. Oh nee, das. Ich kann immer noch keinen Schaden machen. Auch mit Reifen nicht. Oh. Einen, drei. Aber vielleicht jetzt sind sie geteilt. Ja, 13. Oh Gott, ich bin zwar fast tot, aber ich laufe jetzt in die rein und benutze meinen Mac-Angriff. Okay. Ich muss den nehmen, weil der Drache hat geschossen. Wahrscheinlich treffe ich jetzt den Drachen nicht mehr, aber vielleicht wenigstens die anderen beiden. Crazy shit. Mhm. Oh Gott, die hat überlebt. Einer zumindest ist tot. Okay, immerhin. Einer ist tot. Die töten sich gegenseitig. Ja. Oh oh. Er ist tot. Okay, und ich auch. Du liebst noch. Ein Gigashield kann niemand benutzen. Oh nein! Jetzt drehen die aber echt durch. Gehen wir kurz nach oben, oder? Hast du Telepath? Ja, oder? Du hast auch keine Heilung mehr wahrscheinlich.
Nee. Ich habe aber keine Telepath. Ah. Gut, ich auch nicht. Dann. Ja, durchkämpfen. Machen wir weiter, genau. Suchen wir uns einen aus? Ich weiß nicht, ich. Dementis? Zum Beispiel, egal, ich mach einfach mal. Ein Schlag halt noch und ich bin tot. Ja, können die wahrscheinlich auch. Eine weniger. Oh, Vorsicht, weg. Oh Gott. Okay, der Mantis ist tot. Oh. Aber macht schon auch Spaß. Ja, ja, absolut. Absolut. Also, das ist eine sehr spannende Situation. Oh, ich bin tot. Nein. Wir haben alles unter Kontrolle. Oh Gott. Du hast vielleicht alles unter Kontrolle. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Knapp. Aber ich habe einen Wundertomizer. Ja? Ich muss nur... Okay, lauf. Ah, oh, sehr gut. Danke. So, das war jetzt mein letztes Monofluid, das heißt, ich kann nicht mal mehr Mana heilen, wenn das jetzt leer ist. Level up, ja, das Level ist up. Eine volle Heilung. Das perfekt. Ist perfekt. Ja. Okay. Okay. Das war ein harter Kampf. Diesmal haben wir es aber wirklich. Da liegt noch was, da liegt noch was Grünes. Cool. Bitte eine Heilung. Nein, Monofluid! Monofluid! Brauch ich? Ja, brauch ich. Gut. Das kannst du übrigens auch über die schnelle Auswahl machen. Ja? Über das Y? Genau, weil dann kann man mit R die Kategorien durchschalten. Zauber, Items und Waffen. Ja. Moment. Das andere R. Ah, okay. Puh. So. Das ist sehr, sehr hart. Out. Das Schwert ist aber schon praktisch. Ja, aber es hat leider so eine beschissene Treffergenauigkeit. Okay, jetzt bin ich nutzlos. Ich kann diese experimentelle Handgun nehmen, von der wir noch nicht wissen, was sie macht. Oh, grüne Sachen. Antiparalyse, Monomate. Du brauchst Monomate. Ja. Vielleicht finden wir noch eine in die Kiste. Behalte sie dir mal schnell. Vielleicht finden wir noch eine. Da ist zumindest was Grünes. Aha. Zauber. Eine Disk. Ah, nur Geld. Immer dieses blöde Geld. Ja. Na gut. Ups. Moment, du läufst zurück. Was ist mit Absicht? Ja. Ja. Natürlich. Oh, was ist eine Falle? It's a trap. Das ist immer eine Falle. Die sind dann auf höheren Schwierigkeitsgraden auch schneller. Aha. Ich kann mich da echt erinnern, dass wir den auf den höchsten Schwierigkeitsgraden kaum noch weglaufen können. Okay, weg.
Na gut, aber so schaffen wir es jetzt, glaube ich. Immer ans andere Ende des Raumes rennen und schießen. Ja, jetzt haben wir die Herde gespalten. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist egal. Ich bin gar nicht so viel schneller wie die, ne? Liegt's an mir oder an denen? Vielleicht beides. Ach, komm schon. Komm schon. Bitte, bitte sag mir doch, wie heißt die Band, die Party macht? Zeichen. Hey, woher weißt du das? Oh je. Die haben. Ja, der Große ist tot. Echt noch verdammt. Er müsste eigentlich nicht bald ein Level Up bei mir von Felix sein. Stimmt eigentlich, ja. Schon langsam wird's Zeit. Ich schieß so krass daneben die ganze Zeit. Ich auch. Und wenn ich treffe, dann. Weißt du, was komisch ist? Ja, stimmt. Ich habe diese experimentelle Handgun in der Hand. Mit der mache ich nämlich wesentlich mehr Schaden wie du mit deinem Gewehr. Wahrscheinlich, wenn du die dann benutzt. Vielleicht, und man konnte ja dir entschlüsseln lassen. Genau. Ne? Die hat auch noch irgendeinen fancy Zusatz. Bin ich der Rote? Ja. Ah. Ein Teleporter. Das ist ein Teleporter. Geh ich mal kurz noch da rein, oder? Oh, ja, natürlich. Ich dachte, über zu. Ach so, das geht hier in einen anderen Raum einfach. Benutz mal den Teleporter. Vielleicht gibt es nur. Ah, dann kannst du nämlich da drüben ausschalten, den Gitterzaun hier. Nee. Oh, okay. Oh. Hä? Mein Maker hat gerade irgendwas mit mir gemacht. Hä? Ja. Hat mich geheilt? Nee. Nee, weiß nicht genau. Ich glaube, hat der Mana aufgefüllt? Der Mana aufgefüllt! Ah, cool. Ich komme mal zu dir. Oh Gott! Oh oh. Ach, was soll passieren? Dass wir aber auch kein Teleporter finden. Gar nichts finden wir. Puh, pass auf, der kann dich festbinden und dann kannst du nicht mehr weg. Hab ihn. Oh, ich bin festgebunden. Ich bin fast tot. Aber jetzt kannst du wieder laufen. Oh, ich kann wieder laufen. Ich bin so gut wie erledigt. Oh Gott, hinter mir! Oh. Oh Gott. Hey, jetzt können wir mal wieder aufhören mit dem Blödsinn. Auch noch eine Blume. Oh. Nein. Oh, weg, lauf. Oh Gott. Spannend. Vielleicht tötet der Drache die Blume für uns. Vielleicht tötet der Drache auch uns. Für uns. Wie? Was? Was? Schau mal, du machst den 0 Schaden, ich mach den mit einem harten Treffer sogar 18. Mhm. Da liegt eine Waffe, vielleicht können wir mit der was anfangen. Oh nein, komm, Leute. Der Drache ist aber. Ja. Ein Rifle. Oh. Wahnsinn. Okay, warte mal, ich mach mal hier die Kisten kaputt. Was? Oh, dieses Rifle ist einiges besser. Nee, ich glaube, das ist genauso gut gewesen. Weil wenn du auf das Rifle gehst, das dir angezeigt wird, siehst du die Werte, die du hättest, wenn du es nicht anhättest. Ah, okay. Ja, genau, ich glaube, das sind identisch. Oh, dann sind es leider identisch. Schade.
Die sind gerade in so einer KI-Lücke gefangen anscheinend und können sich nicht mehr bewegen. Ziemlich cool. Das ist sehr gut. Ja, das heißt, wir können die jetzt einfach... Oh nein, er bewegt sich wieder. Schieß auf meinen auch mal, dass du die Experience Points kriegst. Ja, das stimmt. Tauschen wir mal. Hey, und ich habe ihn echt mit dem nächsten Schuss erschossen. So. Okay, dann... Ich habe gerade das Gefühl, dass das Spiel zwar länger dauert, aber leichter ist, wenn man einfach mit zwei Ranger spielt und beide schießen einfach aus der Entfernung. Ja, hier in der Map schon, und bei den anderen hat man echt Probleme. Das stimmt. Du musst zu weit weg sein vom Feind irgendwie. So, und jetzt noch die nervige Blume. Und ich meine die von Bambi, das stinkt ja. Weil das stinkt ja immer, die heißt Blume. Level up. Level up, Gott sei Dank. Ah, das sind jetzt Kisten. Was Grünes. Und noch was Grünes. Ein Soul Atomizer. Und die Mate. Ah, das nehme ich gleich. Ja, musst du. Unbedingt. Ich weiß nicht, was ein Soul Atomizer macht. Ich weiß auch nicht mehr, was ein Moon Atomizer macht. Auf X, wenn du drückst? Genau. Moment. Quatsch. Ah, Steuerung. Bin überfordert. Sowas. Ne, das geht in dem Menü anscheinend nicht. Ah, aber jetzt bist du hier. Okay, ja. Bleib mal hier bei dem Schalter. Aha. Ach so, da ist ein Teleporter auch. Meinst du, der teleportiert einen drüber? Nee. Soll ich probieren? Ja. Oh, nö. Oder? Wo bist du denn jetzt? Ich glaube, wenn ich da reingehe, dann muss ich da drin bleiben. Kann das sein? Weiß ich nicht. Soll ich zu dir kommen? Oh. Ja, oder guck einfach mal, ob du die Kisten findest. Was für Kisten? Ja, die, ich hab doch gerade den Schalter gedrückt. Ach so, ja, aber weil wir. Ja, gut, okay, passt schon. Ich bin hier safe ich noch. Drauf zurück. Okay. So, ich hoffe, ich finde den Weg jetzt wieder. Wir haben uns hierher teleportiert, gibt immer einen Weg, okay, leicht. Boah, weißt du eigentlich, dass die Folge jetzt schon 40 Minuten dauert? Für die Überlänge? Ja. Kostet die extra dann? Ja, die kostet extra. Dann würde ich sagen, brechen, ich gehe mal aus dem Raum hier raus. Wir können uns nicht zurück teleportieren, hier ist kein Teleporter. Stimmt. Na gut, dann nicht. Ich bleibe mal hier in dem sicheren Raum stehen. Genau. Na gut, dann ich laufe jetzt noch schnell nach vorn, dann verabschieden wir uns schon mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum fünften Teil, oder? Bis zum fünften Teil. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.